Hallo in die Runde, ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Andreas Kirschner von der Fahrradfirma Parapera Bikes. Ich möchte euch heute ein Stück weit durch das Portfolio unserer Räder führen. Bevor wir aber dazu übergehen, ist es wichtig zu verstehen, wofür Parapera im Besonderen steht. Parapera ist eine Begrifflichkeit aus dem Altgriechischen und bedeutet einen Schritt weiter, über die Grenze, jenseits des Horizonts. Und das drückt eigentlich schon sehr viel aus, was die Fahrräder im Speziellen vermitteln sollen, nämlich Freiheit. Parapera steht quasi für Gravel und alles ums Gravel drumherum und auch für unterschiedliche Facetten innerhalb des Gravels. Das heißt, unter Parapera wird es niemals ein MTB geben, unter Parapera wird es niemals ein E-Bike geben. Und unter Parapera wird es auch niemals ein E-Gravelrad geben, weil das sind Segmente aus der Fahrradwelt, die nicht zwingend für grenzenlose Freiheit stehen, so wie es eben Parapera mit den drei Modellen tut. Das Segment Gravel haben wir in drei Nischen kategorisiert. Es geht quasi los in einem sehr sportlichen Bereich, in einem sehr leichten Bereich, welches unseres Modell Atmos abbildet. Das ist quasi ein Rad, was schon fast den Schulterschluss zum Rennrad kann. Es wird also sowohl mit klassischen Rennradreifen ausgeliefert, wie auch mit beispielsweise G130 Reifen, die für leichtes Gelände konzipiert sind. In der Mitte, im Übergang quasi zum reinrassigen Gravelrad, steht unser Aeras. Das Aeras ist vom Charakter her ein Allroad, das heißt, es ist, wie der Name schon sagt, auf allen Wegen irgendwie beheimatet und kann sowohl Offroad gleichermaßen wie auch Onroad. Das Aeras ist darüber hinaus ein Fahrrad, was auch für Langstrecken konzipiert ist. Es lässt eine Aufnahme des Gepäckträgers zu, hat ein etwas längeres Steuerrohr für eine aufrechtere Sitzposition. Auf der ganz rechten Seite in diesem Segment steht das Parapera Animus. Eigentlich fast unser beliebtestes Rad, denn es ist das Rad mit dem größten, mit dem breitesten Einsatzbereich. Dieses Gravelrad sollte sowohl sehr leicht sein, sollte auch sehr sportlich sein, sollte 45er Reifen gleichermaßen aufnehmen können wie 30er Reifen, ohne dass dabei ein optischer Stilbruch entsteht. Diese drei Räder möchte ich euch nun im Folgenden kurz vorstellen. Wir beginnen mit dem Parapera Animus. Das Parapera Animus ist das Rad in unserem Portfolio mit dem breitesten Einsatzbereich. Es kann quasi Gravel, es kann Reiserad, es kann sehr sportiv, es kann Vollausstattung, es kann Lichtanlage und es kann so wie hier quasi seminackt. Das heißt nur mit gewissen Bauteilen versehen. Um das umzusetzen, nehme ich ein sehr, sehr leichtes, sportives Rad auf der einen Seite und auch ein sehr schlüssiges Konzept auf der anderen Seite in Bezug auf Reifendimensionierungen im Verhältnis zur Rahmengeometrie, war es uns sehr wichtig, dieses Rad mit geraden Linien zu präsentieren. Das heißt, die Kettenstreben haben keinen Versatz nach unten, sie weisen gerade Linien auf. Selbiges auch die Sattelstreben. Diese sind nicht nur sehr dünn, um Komfort und Dämpfung zu unterstreichen, sie sind auch in einem fließenden Übergang zum Oberrohr konzipiert. Dieses klassische, fast diamantförmige Erscheinungsbild hat den Vorteil, dass der Rahmen dadurch noch leichter konzipiert werden kann. Gleichermaßen können auch dünnere Bereifungen verwendet werden, ohne dass dadurch ein Erscheinungsbild zum Tragen kommt, wo die dünnen Reifen fast verloren erscheinen, sei es im Hinterbau oder in der Gabel des Rades. Nach vorne übertragen behält der Rahmen seine Filigranität bei. Das heißt, das Steuerrohr wird nicht so überdimensional proportioniert wie bei vielen anderen Herstellern, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass da Leitungen durchgeführt werden können, sondern ist gerade so leicht wie möglich und so steif wie nötig. Das heißt, dieses Verhältnis von Gewicht, Steifigkeit, Komfort setzt dieser Rahmen perfekt um. Das gesamte Rad, nackt, ohne besondere Ausstattung, liegt bei weit unter anderem unter 8 Kilo. Das Rad hier nackt liegt bei ca. 7,6, 7,7 Kilo. Mit Gepäckträger kommen wir hier so ca. auf 8,2, 8,3 Kilogramm. Darüber hinaus werden die Leitungen vorne am Steuerrohr außen geführt. Das ist ganz klar dem geschuldet, dass der Fahrer immer autark bleiben soll. Das heißt, wenn Wartung oder Servicearbeiten anstehen, soll man immer in der Lage sein, selbst Hand anlegen zu können. Ein Problem, was innengelegte Leitungen nicht immer gewährleisten. Im vorliegenden Fall sind Reifen mit einer Breite von 40 mm montiert. Problemlos lassen sich hier auch 45 mm Reifen
anbringen. Der Antrieb besteht aus einem sogenannten Einfachantrieb, sprich mit einem Kettenblatt vorne. Und hier mit der Campagnolo EK ausgestattet, haben wir eine Bandbreite von 470% knapp mit 13 Gängen an der Kassette. Dieses Rad ist quasi perfekt für denjenigen unter euch, der ein sehr gravel-taugliches Rad fahren möchte, der sich primär Offroad aufhält, der aber auch gerne gegebenenfalls mit einem zweiten Laufradsatz das Rad auf befestigten Straßen bewegt. Darüber hinaus ist es das Richtige für denjenigen, der das Rad gerne mal auch mit Schutzblechen nachrüsten möchte, mit einem Gepäckträger parallel versehen möchte und das Rad für den Alltag gleichermaßen wie eben auch für sportliche Einsätze nutzen möchte. Jetzt haben wir hier vor uns stehen das Parapera Aeras. Aeras auch aus dem Altgriechischen, jeder kennt die Begrifflichkeit Aerodynamik, steht für Luft. Auch hier dieses Rad ist gleichermaßen schnell wie alltagstauglich konzipiert. Wie ist dieses Konzept in der Praxis auf dieses Rad übertragen worden? Zum einen haben wir hier Rohrprofile, die eben diesen aerodynamischen Aspekt maximal unterstreichen. Darüber hinaus haben wir einen Laufradsatz mit 60 mm Bauhöhe, der auch dieses Aero-Konzept mitträgt. Gleichermaßen weisen Rahmen und Gabel Freiheiten auf, um wie im vorliegenden Fall einen 30er G1 Gravel Light Reifen zu verbauen. Das heißt, dieses Rad ist perfekt geeignet auf sehr unebenen Teerstraßen auf der einen Seite, wie auch auf leichten, schottrigen Gravel Untergründen. Da muss man mit diesem Fahrrad nicht stehen bleiben. Der Hinterbau ist ein bisschen steifer konzipiert, er hat etwas dickere Kettenstreben. Auch hier war es der Gedanke, einen möglichen Gepäckträger für längere Strecken unterbringen zu können. Um diesen Langstreckencharakter in Kombination mit der Option breitere Reifen verbauen zu können, noch ein Stück weit zu unterstreichen, ist neben der Gepäckträgeroption hinten auch ein längeres Steuerrohr vorne grundsätzlich bei jeder Rahmenhöhe vorgesehen. Dadurch nimmt die Sattelüberhöhung ab und das Rad bekommt trotz der Aerodynamik noch einen entsprechenden Langstreckencharakter. Das Rad ist also quasi das Richtige für all die unter euch, die ein sehr vielseitiges Rad haben möchten, das Rad primär auf der Straße, auf befestigten Wegen benutzen wollen, die aber es auch nicht scheuen, mal kurz den Abstecher nach rechts zu machen, auch wenn dieser Untergrund dafür sehr schottrig ist. Von der Formensprache neben diesen aerodynamischen Aspekten kommen hier gleichermaßen Stilelemente zum Tragen, die auch beim Parapera Anemos sehr wichtig waren. Nämlich grundsätzlich gerade Linien, kein Versatz zwischen Sattelstrebe und Oberrohr, fließende Linien, keine überproportionalen Steuerrohre, auch hier wieder außenliegende Kabelführungen, einfach der Wartung willen wegen und natürlich auch sehr gerade und kurze Kettenstreben. Von der Geometrie ist dieses Rad sehr agil ausgelegt, ist natürlich sehr nah auch am Rennrad dran. Tretlagerhöhe ist sehr tief gezogen, um den Schwerpunkt nach unten zu bringen und auch um die Überhöhung durch diese Konstruktion, die Überhöhung des Sattels gering zu halten. Für wen unter euch ist dieses Modell nun die richtige Auswahl? Das ist das perfekte Rad für denjenigen unter euch, der sowohl ein schnelles Rad auf der Straße haben möchte, als auch ein sehr schnelles Rad im leichten Gelände. Möglich machen das hier, wie im vorliegenden Fall, die 30er G1 Reifen in Kombination mit der Möglichkeit, einen Gepäckträger hinten unterzubringen. Sportliche Allroad-Maschine trifft die Begrifflichkeit dieses Rades am besten. Denn so sitzt dieses Rad exakt in der goldenen Mitte zwischen dem Anemos auf der einen Seite und dem sehr leichten, noch sportiveren Atmos, zu dem wir jetzt gleich kommen, auf der anderen Seite. Das dritte Modell in der Reihe, das Atmos. Atmos übersetzt der Dampf, soll schon zum Ausdruck bringen, wofür dieses Rad steht, nämlich für maximale Leichtigkeit und für extrem hohe Geschwindigkeiten. Im vorliegenden Fall ist das Atmos mit einem Rennrad-Laufradsatz bestückt. Gleichermaßen lässt es sich auch mit einem 30er G1 als leichtes Gravelrad aufbauen. Ich selber fahre dieses Rad sehr gerne in München an den Isarauen. Es ist wahnsinnig schnell und gleichermaßen sehr gut dämpfend. Auch hier wieder von der Formensprache die Vorgabe, klare Linien, gerade Übergänge zwischen Sitzstreben und Oberrohr. Auch sehr kurze, gerade Kettenstreben, ein wesentliches Element aller Parapera-Rahmen. Auch hier wieder außen verlegte Züge, bewusst außen verlegte Züge,
der Wartung wegen einerseits und natürlich auch der Gewichtsreduktion andererseits. Das Rad, so wie es hier vor uns steht, wiegt lediglich mit den Campagnolo Bora Ultra Laufradsätzen in der 45 mm Höhe und der Campagnolo EPS, der elektronischen Ausführung der Kettenschaltung, bei 6,6 Kilogramm. Es ist sozusagen unterhalb der UCI-Norm. So, für wen ist das nun die perfekte Maschine? Das hier ist das perfekte Rad für all diejenigen unter euch, die ein extrem leichtes Rad haben wollen, hier in der Masterpiece Edition mit 6,6 Kilo, sogar unterhalb der UCI-Norm. Lässt sich eigentlich gewichtsmäßig nur noch durch das Atmos R der Felgenbremsvariante steigern, welches wir uns final jetzt gleich anschauen als letztes Modell. Und dieses Rad ist das perfekte Rad für denjenigen, der eigentlich schon ein Rennrad haben möchte, aber dennoch sich die Freiheit offen halten möchte, mal kurz rechts abzubiegen in leichtes Gelände, was dieses Rad beispielsweise mit 30 mm G1-Reifen, mit leichten Gravel-Reifen perfekt umsetzen kann. Als letztes Rad in unserem Portfolio werfen wir einen kurzen Blick auf das Atmos R. Das Atmos R ist, wie der Name schon sagt, ein Derivat des Atmos Disc. Das R hingegen steht für gewisse Attribute, die ein ganz reinrassiges Rennrad ausmachen. Wofür steht dieses R also? Es steht für Rennrad, es steht für reinrassig, es steht für Rimbrake, es steht für Rock'n'Roll, es steht für Rakete. Alles Attribute, die mit maximaler Dynamik zusammenhängen. Und dieses Rad verkörpert maximale Dynamik. Ich traue mich fast gar nicht, das Gewicht zu sagen. Es ist unter 6 Kilo. Ich habe hier eine Waage dabei. Wir können es dann gleich mal kurz dranhängen. Das wohlgemerkt mit einem doch relativ Standard-Laufradsatz von Campagnolo, den Aluminium-Laufradsatz Shamal Mille. Auch hier dieses Rennrad ausgelegt durch klare Linienführung, durch kurze Kettenstreben, durch Übergänge, fließende Übergänge zwischen Sitzstreben und Oberrohr, gleichermaßen auch eine Steuerrohrpartie, die nicht so wuchtig aufträgt, die außengeführte Kabel zulässt. Und auch das Besondere an diesem Rad hier, wir haben hier keine normalen Canty-Brakes, Dual-Pivot-Brakes, sondern wir haben hier Direct-Mount-Felgenbremsen. Das sind also Bremsen, die maximale Dosierbarkeit in Kombination mit maximaler Bremsperformance umsetzen. Da kann man tatsächlich die Existenzberechtigung von Scheibenbremsen in Frage stellen. Was ist also mein Fazit zu diesem Rad? Dieses Rad stellt für uns die Definition eines reinrassigen Rennrades dar. Das ist das perfekte Rad für all diejenigen, die sich zu 95% auf befestigten Straßen aufhalten wollen. Das ist das perfekte Rad für die, die maximale Beschleunigung haben wollen, gerade auch am Berg. Und das ist das perfekte Rad für Dynamik, Agilität, Wendigkeit, Geschwindigkeit. Dennoch, wenn man so möchte, auch hier noch ein Stück weit Gravelrad, denn Rahmen und Bremsen sind so konzipiert, dass ein 30 mm G1-Reifen verbaut werden kann, sodass auch bei Rennradtouren, wo man vorher schon weiß, dass sie über leichten Schotter gehen, das noch lange kein Grund ist, umdrehen zu müssen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kurzen Leitfaden durch unser Portfolio aufzeigen. Wenn ihr dennoch Fragen habt, wendet euch bitte jederzeit und gerne an uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns mal wieder. In diesem Sinne, bis bald, euer Andreas Kirschner.